So, weiter geht's mit Banjo-Kazooie. Ich habe jetzt den USB-Port von meinem Mikrofon richtig tief in den Anschluss gerammt. Bis zum Anschlag steckt das Ding jetzt da drin. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt auch funktioniert und nicht am Ende wieder mein Mikro abschmiert, sonst raste ich nämlich aus. Da bist du ja endlich. Ich habe Monate auf dich gewartet, um dir das hier zu geben. Ja, ich schätze mal so um die 3. Na egal, wir haben unser 6. Puzzleteil. Gut, das passt auch alles. Ich will aber doch gucken, ob es hier nicht noch was gibt. Ja, ein Leben, genau. Das werde ich mir auch gönnen. Na egal, dann haust du rein, Junge. Ja. Ja, was ist jetzt der Plan? Ich habe nicht angezockt, ich habe nur meine schlaue Liste. Das heißt, ich werde mich wohl an meiner schlauen Liste orientieren müssen. So. Ja, während ich hier mal hochlaufe, gucke ich mal, was meine schlaue Liste denn so sagt. Ja, wir springen mal wieder über Dr. House. Na, diesmal klappt es natürlich nicht. Also, wir sind auf Gobi gesprungen. Ah, den habe ich ja zum Glück platt gemacht. Ich wusste doch, dass das gut war. Das war, glaube ich, der, oder? Gab es da eine Raupe? Habe ich Halluzinationen? Nee, da war nur so ein Typ. Da geht's hoch. So, Gobi. Ja, wir müssen Iri füttern. Da fehlt uns, glaube ich, sogar nur eine Raupe. Hier gab es eventuell Noten. Die habe ich aber schon. Ja, hier geht's weiter. Gut. So, dann mache ich dich erstmal platt. Bringt sie mal an, Mumuschädel. Ich brauche keine mehr, aber ich gönne mir den. Ja, leck mich. Ich glaube, ich komme von da eh nicht dran. Puzzleteile. Nordys Haus, das haben wir. Ja, gut, dann müssen wir noch das von der Blume holen. Oh, wir kriegen doch den Mumuschädel. Ja, die Sprungplatte ist ja fast groß. Egal, da kann man sich nur wieder hochporten und dann vergisst man die Hälfte. Also das bringt mir gerade mal nichts, deswegen werde ich auch den Weg hier gehen. Was ist das? Nur so eine Honigfarbe, gut. Gehen wir mal den richtigen Weg. Ja, es gibt eigentlich keinen richtigen, aber... Ja, gut, dass ich was sehe. Gut, dass mich die Kamera nutzt. Fick dich doch. Ja, das ist eine Raupe, richtig. Die hätte ich jetzt übersehen, weil ich fast genutzt worden wäre. Nee, ich sammle den ein. Ist mir egal, dass wir keinen Mumuschädel mehr brauchen. Deswegen fliege ich jetzt auch erstmal hier zum Mumu runter. Und ich sterbe fast. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns mit hoffentlich voller Energie da wieder, wo ich immer wieder verreckt bin. Juhu, bis gleich. So, weiter geht's. Ich werde mal ganz mutig mir den Mumuschädel von hier holen. Weil es irgendwie anscheinend einfacher ist. So, dann springe ich hier nochmal mutig rum. Ey, aber wirklich, die Kamerasicht ist doch manchmal behindert. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt hier weiter. Und wir haben volle Energie. Ja, ich habe noch eine ganze Menge Energie auf dem Weg gefunden. So, damit der mir später nicht auf den Sack geht. So, genau, von hier oben müssen wir uns jetzt auf die Blume runterfallen lassen. Oder wir gehen erstmal hier rein. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch was gab. Wie gesagt, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wo es Noten und Raupen gibt. Deswegen gucke ich hier lieber nochmal nach. Also Puzzle... Ja, es gibt hier echt Noten. Also Puzzleteile oder so sind hier nicht mehr drin. Oh, es gibt hier sogar noch eine Raupe. Bzz. Hier gibt es nichts mehr zu holen, Bär. Wir sind alle ausgeflogen. Was? 4 Noten und eine Raupe gibt es hier noch zu holen? Verarsch mich nicht, Junge. Ja, dann doch mal gut, dass ich hier reingeguckt habe. Es hätten mir nämlich 4 Noten gefehlt. Die Raupe wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, weil Irene nur 10 möchte. Ja, hier, ich lasse mich einfach runterfallen. Ja, genau, so muss man das machen. Wir, glaube ich, schon 11, 12 haben. Vielleicht auch 13, man weiß es nicht. Ja. Gut, auf jeden Fall keinen Fallschaden gekriegt. Wo geht's denn schneller hoch?
Hier schätzungsweise nicht. Aber da ist Dr. House. Haben wir den auch mal wieder gesehen. Gibt's da was? Ja, eine Flugplatte. Jo, gut, dass ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ja, wieder schön goldene Federn auf den Kopf gehauen, ey. Das gefällt mir doch gar nicht. Egal, wir laufen hier völlig realistisch hoch. Ja, wir sammeln diesmal auch nicht die Honigwaben ein. 3 Stück, die spare ich mir dann doch mal auf. So, jetzt kommt wieder die Kacke hier. Ach nee, das war ja noch die einfache Kacke. Die richtige Kacke kommt ja jetzt erst. Genau, wo man auch noch höher muss. Okay, ich hab's aber geschafft. Alles chillig, alles chillig. Mummo-Schädel. Wow, 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 das war knapp. Ja, ich wette, da gibt's doch bestimmt noch Raupen. Ja, da unten gibt's eine. Ich möchte aber erstmal oben gucken. Ich möchte vor allem meinen Vorrat an goldenen Federn finden. Dr. House, aber ich höre noch eine Raupe. Aber das ist, glaube ich, die von unten. Nee, sonst gibt's hier nichts mehr. Gut, dann gehe ich aber trotzdem nochmal drum herum. Vielleicht gibt's hier was. Nee, falscher Alarm. Okay, dann lasse ich mich mal runterfallen. Ja, gut, dass ich so viel sehe. Ja, Huckepacklauf. Okay, okay, okay. Killerlibelle, Killerlibelle. Wenn die mich trifft, kriege ich Schaden und fall runter und krieg dicken Fallschaden und bin tot, so. Hallo, du Bär. Ich brauche noch 6 leckere Eicheln, bevor der Winter kommt. Ja, dann such dir doch selber welche, ey. Da oben, bla bla bla. Ja, wir werden die schon finden. Da habe ich mir auch nicht notiert, wo es die gibt. Aber die hüpfen ja alle um seinen Bau rum. Ja, und die eine hier mitten im Ring des Todes ist ja auch gar nicht fies. Sterbe ich dann, wenn ich da runterfalle? Ich gehe mal ganz an den Rand und gucke nach. Ja, ich stehe unten Hacken drauf. Ach so, natürlich. Ja, die werde ich auch so kriegen. Das ist doch dumm, ey. Nee, erstmal sammle ich hier den Rest ein. Da komme ich dann noch hin. Wow. Gut, dann gehen wir mal in seine fette Butze rein. Bams. Da gibt es dann, schätze ich mal, auch eine Nuss. Hier gibt es auf jeden Fall Eier. Ja, jetzt haben wir wieder voll. Ja, hier hüpft auf jeden Fall irgendwas rum. Jo, gut, dann hätten wir schon mal unsere zweite Eichel. Ja, wie gesagt, schwer sind die wohl anscheinend nicht versteckt, aber diese eine da mitten im Ring of Death, die weiß schon, warum sie da ist. Oh. Ja, ja, ich gebe schon mal ab. Oh je. Nacknut hat immer noch zu wenig Eicheln. Schade. Ja, wahrscheinlich ist in deiner Butze noch eine. Ja, hier sind auf jeden Fall Noten und da oben ist echt eine Eichel. Er kriegt es noch nicht mal hin, 14. Ja, wir hatten echt 13. Habe ich doch richtig gezählt. Na gut, ich habe irgendwie 10, 11, 12, 13 gesagt. Aber war für 13. Wo war ich? Genau, er kriegt es nicht mal hin, die Eicheln, die in seinem eigenen Bau rumhüpfen, irgendwie einzusammeln. Also der würde ohne uns echt verhungern. Ja, ja, du hast immer noch einen kleinen Schniedel, ist mir aber egal. So, stirb, Junge. Ich möchte bitte... Ja, Alter, die Kamera fuckt ab. Der hat einen völlig realistischen Stand. Ach, jetzt, wo ich die eingesammelt habe, kann ich die drehen. Gut. Dann hätten wir schon mal 5 und die 6. Ja, gut, das Video ist jetzt eh zu Ende. Das heißt, ich werde mich jetzt hier postieren und dann beim nächsten Teil zuschlagen. Da versuche ich die zu kriegen und nicht dabei zu sterben. Ja, das wird natürlich auch klappen. Na, egal, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.